Die Hamburg Süd wurde 1871 inmitten der Aufbruchsstimmung gegründet, die mit der Proklamation des Deutschen Kaiserreiches einherging. Zweck der Gesellschaft, so hieß es in der Gründungsurkunde, sei die Herstellung und Unterhaltung einer regelmäßigen Schiffsverbindung zwischen Hamburg und Brasilien sowie den La Plata-Staaten. Noch im Gründungsjahr wurde ein monatlicher Dienst von Hamburg über Lissabon nach Rio de Janeiro, Bahia und Santos eröffnet. Im Frühjahr 1872 konnte der Dienst auf den La Plata ausgedehnt werden. 1880 hatte die Hamburg Süd bereits 9 Schiffe. 10 Jahre später waren es schon 27. Südamerika-Fahrt. Das war Ende des 19. Jahrhunderts nicht ungefährlich. Besonders das tödliche Gelbfieber vernichtete ganze Schiffsbesatzungen. 1892 pachtete die Hamburg Süd darum die vor der brasilianischen Küste gelegene Insel Ilha das Palmas und errichtete darauf eine Quarantänestation mit ärztlicher Betreuung. Später kaufte die Reederei die Insel sogar ganz. Neben Fleisch wurde Kaffee das Hauptladungsgut der von Südamerika nach Europa zurückkehrenden Hamburg-Südschiffe. Sein Anbau hatte in Brasilien als Folge der Nachfrage in Europa seit Mitte des 19. Jahrhunderts den Zuckerrohranbau ersetzt. 1906 deckte der südamerikanische Staat bereits 97% des Weltbedarfs an Kaffee. Die Bahia in den 1880ern beim Löschen von Kaffee. 1888 schloss die Hamburg Süd mit dem Kaiser von Brasilien, Pedro II., einen Vertrag ab, der der Gesellschaft Bewegungs- und weitgehende Handlungsfreiheit in allen brasilianischen Gewässern zusicherte. Ein völkerrechtlich einzigartiger Vorgang zwischen einem Staatsoberhaupt und einer privaten Firma. Fast von Anbeginn kam zu diesem Frachtgeschäft die Beförderung von Fahrgästen hinzu. Zuerst spanische Saisonarbeiter, die zur Kaffeeernte nach Brasilien übersetzten, dann mit Lockerung der deutschen Immigrationsgesetze auch zunehmend Auswanderer. Besonders in Südbrasilien bildeten sich ab etwa den 1880er Jahren regelrechte deutsche Kolonien. In den ersten 4 Jahrzehnten nach der Gründung der Hamburg Süd steigerte sich die Beförderung von Passagieren so auf den Schiffen der Gesellschaft stetig von knapp 2.000 pro Jahr auf fast 60.000 im Jahr 1911. Es war der Beginn des Aufstiegs der Hamburg Süd zur international bedeutendsten Reederei im Südamerika-Verkehr.